Alexander, was machst du denn hier? Ich wollte noch mal kurz nach dir sehen, vor der Beerdigung. Ich mache mir Sorgen um dich. Hey, dir geht es nicht gut, Laura. Als ich 14 war, war ich mal auf so einer Fete. Und da hat mir jemand Rum in die Cola gekippt. Mir ging's hundeelend. Die halbe Nacht gebrochen. Und Papa hat mir den Kopf gehalten. Also er hat schon geschimpft, aber er war die ganze Zeit für mich da. Ich verstehe, dass du ihn vermisst. Dass du ihn sehr vermisst. Ich kann nicht. Zur Beerdigung gehen? Ich schaff das nicht. Das ist zu viel. Laura, dein Vater war immer für dich da. Immer. Du kannst ihn jetzt nicht allein lassen. Das ist die letzte Möglichkeit für dich, Abschied zu nehmen. Ja, du hast recht. Ich darf ihn jetzt nicht allein lassen. Na los, komm. Ich begleite dich ein Stück. Nee, ich schaff das schon, danke. Das Wichtigste im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Peter Mahler, du hast viel Liebe hinterlassen. Und du warst trotz mancher Ungerechtigkeit, die dir widerfahren ist, doch voller Wärme und Güte. Bis zuletzt war dir das Wohl deiner Tochter am allerwichtigsten. Und deine eigenen Interessen hast du hintangestellt. Deiner Tochter warst du nicht nur Vater, sondern auch bester Freund und Vertrauter. Und auch im Tode bleibt ihr euch nahe. Denn dort, wo du dich so wohl gefühlt hast, in den bayerischen Bergen, wirst du nun deine ewige Ruhe finden. Leuchtende, sonnige Tage. Nicht weinen, dass sie vergangen. Lächeln, weil sie gewesen. Geht's wieder, mein Kind? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Wir übergeben den Leib der Erde. Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, wird auch unseren Bruder zum Leben erwecken. Von der Erde bist du genommen. Und zur Erde kehrst du zurück. Im Kreuz unseres Herrn, Herrn Jesus Christus, ist Auferstehung und Heil. Friede sei mit dir. Gekauft hast, die ich unbedingt haben wollte. Weißt du das noch? Dass du dich ganz, ganz früh angestellt hast, weil ich so gezetert habe. Und dann habe ich nur eine, zwei Nummern zu groß bekommen. Ja, das war mir völlig egal. Ich war so glücklich und ich habe so angegeben mit meinem Vater. Laura, du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte, dass du glücklich bist. Lebe dein Leben. Und ich bin sehr stolz auf dich.
Könnt ihr am Ausgang warten? Ich wäre gern noch ein bisschen mit ihm allein. Ja, natürlich. Bitte nimm mal deine Tasche. Wir warten dann am Ausgang, okay? Ich möchte mich entschuldigen für alles, was ich dir angetan habe. Ich würde viel darum geben, wenn ich es ungeschehen machen könnte. Du warst ein feiner Kerl, Peter Mahler. Du solltest hier nicht liegen. Du hättest Besseres verdient. Adieu. Ich weiß, ich hätte nicht herkommen dürfen. Bitte entschuldige. Bleib. Schon zurück von der Beerdigung. Was machst du so alleine hier? Warum ist keiner bei dir? Ich wollte noch ein bisschen allein sein. Und dann triffst du auf mich. Und? Konntest du Abschied nehmen? Gut, dass du mich überredet hast. Es hat wehgetan, aber... Aber es war wichtig, dass ich nochmal auf Wiedersehen gesagt habe. Ja. Ich hätte mir das nie verziehen, wenn ich nicht da gewesen wäre. Ich hätte dich gerne begleitet, Laura. Dein Vater war da. Was? Du hast doch gesagt, du willst keinen von uns dabei haben. Ja, er hat mich nicht gefragt. Nein, aber es war gut, dass er da war. Ja? Bist ihm nicht böse? Im Gegenteil. Es hat mir sogar geholfen. Ich habe jetzt verstanden, dass er das wirklich bereut hat, was er uns damals angetan hat. Das ist schon irgendwie alles verrückt. Ja, mein Papa stirbt und mein leiblicher Vater tröstet mich. Ja, ich verstehe das. Das ist alles sehr verwirrend. Laura, ich meine, irgendwann, muss nicht jetzt sein und vielleicht wird es eine Weile dauern, aber vielleicht kannst du irgendwann meine Familie als deine annehmen. Das wäre schön. Vielleicht. Vielleicht. Also wenn ich dir irgendwie helfen kann, wenn ich irgendwas tue, irgendwas, ich bin da, ja. Ich weiß. Ich gehe zu deinem Vater und den anderen. Ja? Gut. Du wirst sehen, so ein Zusammensein nach einer Beerdigung, das hilft einem, mit der Situation besser klarzukommen. Die ganze Zeit an Papa denken. Natürlich. Ich glaube, alle hier am Tisch denken im Moment an deinen Vater. Lasst uns auf Lauras Vater anstoßen. Auf Peter. Und Sie haben Lauras Vater auch sehr gut gekannt? Ja. Er war sozusagen mein Vizepapa. Immer wenn meine Eltern sich gestritten haben, dann bin ich zu Laura und dann... Hat er mich getröstet. Ein Vater, wie man sich wünschen kann, nicht wahr? Ja, total. Und ein großartiger Schwiegervater. Naja, fast. Ich werde die Touren mit ihm nie vergessen. Touren? Hm. Im Sommer. Er hat uns an Wochenenden immer auf die Räder gehetzt, so Samstagmorgen um 8 und dann ab in die Pampa. Ja, dass ihr Mädels das mitgemacht habt. Wollt ihr nicht lieber am Samstagmorgen ausschlafen? Aber es hat dir so Spaß gemacht. Wir sind dann immer ewig durch die Gegend geradelt und dann gepicknickt und Forellen geangelt.
Ja, abends haben wir uns immer einen schönen Platz gesucht und mit Papa ein Feuer gemacht. Und dann haben wir die Forellen gegrillt. Das war chill. Ja. Wenn wir dann fertig gegessen haben, dann haben wir uns ganz kuschelig in die Schlafsäcke verkrochen. Und dann haben wir Sterne geguckt. Das Schlafen ging nicht, weil Papa immer angefangen hat zu schnarchen. Das ist so laut. Schnarchen so ein Segel. Entschuldigung. Was ihr denn hier? Wir kommen gerade vom Herrn Mahlers Beerdigung und wollten noch ein bisschen zusammensitzen. Ja, es ist schön, nicht allein zu sein heute. Nochmal mein Beileid. Danke. Ich danke euch, dass ihr heute bei mir seid. Also wenn an so einem Tag überhaupt irgendwas schön sein kann, dann dass die Beerdigung meines Papas im Kreis von so guten Freunden stattfindet. Danke. Prost. Ich habe Robert schon gesagt, dass er einige Tage auf dich verzichten muss. Du hast frei und kannst dich erstmal von allem erholen. Ich will unbedingt arbeiten, sonst höre ich nicht auf zu grübeln. Vielleicht hat Laura recht. Arbeit vertreibt die düsteren Gedanken. Arbeit. Oh, hatte ich fast vergessen. Ich muss ja arbeiten. Sonnenwichler wird mich in Scheiben schneiden, wenn ich nicht pünktlich bin. Keine Sorge, Tanja. Ich werde Herrn Sonnenwichler sagen, dass er heute auf Sie verzichten soll, ja? Oh, das ist ganz lieb von Ihnen, aber ich weiß, dass wir zu wenig Personal haben. Na los, hau ab. Ja? Mhm. Bevor er noch mehr graue Haare bekommt. Okay. Danke für die Einladung. Die Polizei hat sie, also hat dich im Verdacht gehabt, wegen meinem Vater, ja? Ja, aber es ist vorbei. Was mich beunruhigt, ist die Tatsache, dass jemand den Verdacht absichtlich auf mich lenken will. Meinst du, jemand will dir was anhängen? Ja. Jemand hat meinen Wagen benutzt, mein Schlafmittel. Das kann kein Zufall sein. Wer macht denn sowas? Ich habe mir den Kopf zerbrochen, es fällt mir niemand ein. Aber der Gedanke, dass mir jemand Böses will, ist mir unheimlich. Mach dir keine unnötigen Sorgen. Weißt du, ob dein Vater Feinde hatte? Nicht, dass ich wüsste, nee. Ich meine, jemand, der wusste, dass zwischen meiner Familie und deinem Vater, wie soll ich sagen, dass da ein riesiges Problem bestand? Papa hat Werner verziehen. Und ich auch. Dein Vater hat Werner erpresst. Ich denke, das ist jetzt nicht der richtige Wieso? Zeitpunkt. Wieso? Wollen Sie nicht die Wahrheit hören? Ich habe heute meinen Vater beerdigt. Ich möchte nicht, dass du seinen Namen jetzt hier in den Dreck ziehst. Habt ihr alle vergessen, dass ich unter Mordverdacht stand? Unschuldig? Und im Gefängnis war? Gut. Dann weißt du ja, wie mein Vater sich gefühlt hat. Es gibt überhaupt keinen Grund, Laura heute unnötig zu belasten. Wahrheit bleibt Wahrheit. Peter Mahler hat uns erpresst. Er war ein Verbrecher. Vielleicht hat er auch noch andere Opfer. Vielleicht will sich jemand an mir rächen und hat mich nur benutzt. Wer ist denn der Verbrecher? Psst. Da kommen Gäste. Flott, ich kann nicht mehr folgen. Komm, Laura. Wir gehen. Versteht ihr nicht? Warum will jemand den Verdacht auf mich lenken? Das weißt du doch, um die Spuren zu vertuschen. Was aber, wenn der Täter mich im Visier hat? Wenn er mich aus dem Weg räumen will? Unsinn, du hast doch keine Feinde. Was, wenn derjenige es noch einmal versucht? Entschuldige bitte, dass ich heute kein Mitleid für dich haben kann.